Hallo und herzlich willkommen zur Folge 79 von Gothic 2, das goldene Tor. In der letzten Folge haben wir hier ein paar Informationen aus den Banditen herausgepresst, denn wir sollen jetzt ja für das goldene Tor quasi drei Schlüssel finden. Den ersten haben wir ja mit der Steintafel vom Alvaro. Und jetzt haben wir von den Banditen erfahren, dass wohl der Logan das Pergament der Macht gefunden hat. Und das brauchen wir im Austausch für den obersten Ork-Schamanen, denn der gibt uns dann quasi den zweiten Schlüssel, die zweite Tafel zum goldenen Tor, wenn er das Pergament der Macht im Gegenzug erhält. Und wir können ihn sogar beklauen. Du mieser kleiner Dieb. Was natürlich fehlschlägt. Der hätte ich ja auch mit rechnen können. Mit mir kann man so rechnen. Hätte ja sein können, dass man den ohnehin beklauen hätte können tun, aber naja, gut, dann halt eben nicht. Aber wie sieht's mit Tom aus? Kann man den noch beklauen? Tatsache. Zack. Hat eigentlich überhaupt keinen Mehrwert mehr, weil jede Quest gibt uns jetzt mittlerweile irgendwie 5000 DP, 2000 DP, also was sind schon 90 und 52 Gold. Aber egal. Ich bin auf der Suche nach dem Pergament der Macht. Davon weiß ich nichts. Kirgo und Bonzo haben etwas anderes gesagt. Das ist mir völlig egal. Ich habe gehört, dass du ein Pergament gefunden hast, das von einer seltsamen magischen Aura umgeben ist. Vielleicht habe ich etwas gefunden. Wo ist das Pergament? Wenn ich du wäre, würde ich nicht versuchen, es zu finden. Du wirst keine Verwendung dafür haben. Doch. Denn um es zu öffnen, muss man Magie beherrschen? Du weißt eine Menge. Sagt dir der Name Alka etwas? Verdammt nochmal! Woher kennst du unser geheimes Passwort? Das ist nicht wichtig. Gut, dann benutze dieses Passwort und rede mit Kynz. Okay, also viel hin und her hier unten im Sumpf des Banditenlagers. Von einer fragwürdigen Person zur nächsten, wobei ja im Prinzip alle trotzdem feine Herren sind, wenn man Alvaro glaubt und dem gesellschaftlichen System, das er hier aufgebaut hat. Ja, gut, hier geht es auf jeden Fall viel besser zu als jetzt im Piratenlager seinerzeit. Naja gut, also zurück zur Hauptquest. Alka, du kennst das Passwort. Was willst du? Ich bin auf der Suche nach dem Pergament der Macht. Du wirst es nicht finden. Es hat einen neuen Besitzer. Wer hat es gekauft? Das ist ein Geheimnis. Ich kenne das Passwort. Es ist Alvaro, der Chef von unserem Lager. Und wenn Alvaro etwas kauft, wird niemand es bekommen. Das habe ich zu entscheiden, als Gouverneur. Ich drohe dem nämlich sonst einfach mit Enteignung. Fertig. Punkt aus. Warum erfahre ich das erst jetzt? Ich bin auf der Suche nach dem Pergament der Macht. Kynz sagte, dass du es gekauft hast. Welches Pergament? Ich höre zum ersten Mal davon. Bist du sicher? Kynz sagte. Ich weiß, was er gesagt hat. Eigentlich habe ich das Pergament gekauft. Unglücklicherweise konnte ich es nicht benutzen, weil es mit mächtiger Magie versiegelt ist. Ich brauche dieses Pergament dringend. Willst du es kaufen? Das ist kein Problem. Es ist mir wirklich egal, wer es kauft. Wie viel? Zuerst musst du herausfinden, ob die Wassermagier es nicht gekauft haben. Denn vor 2 Stunden habe ich einen meiner Männer zu ihnen geschickt. Wie ist dein Name? Helm. Eine der Wachen, wenn ich mich nicht irre, wollte er auch mit dem Siedler Not verhandeln. Erzähl mir nichts, ich kenne sowas. Okay, okay. Neue Erkenntnisse. Mit Wassermagier und mit dem Siedler Not Kontakt aufnehmen sollte. Als ob diese paar Siedler das kaufen wollen. Also wenn du die Wassermagier auf der einen Seite als potenziellen Käufer hast, dann machst du nicht die Mühe, an irgendwelche verschrumpelten, armseligen Siedler da dasselbe Angebot zu machen. Die können ja nicht die finanziellen Kapazitäten auffahren wie die Wassermagier im Leben nicht. Wobei man da an der Stelle natürlich noch erwähnen muss, die Wassermagier sind ja nicht so prunkvoll wie jetzt die Feuermagier. Ne? Also Innos, das sind schon so, das sind so Bonzenmagier. Und die Wassermagier sind eher so die wirklich spirituellen, die nicht so viel Wert auf das Materielle legen.
gucken wir erstmal hier vorbei. Aber schön, dass jetzt der Hem quasi auch nochmal einen Sinn erhält. Nord ist schon hier unten und Hem ist tot. Alles klar, toll. Er ist tot und Nord steht neben dran. Was ist denn hier passiert? Erstmal beklauen. Was macht die Leiche dieses toten Wachmanns hier? Weißt du, was passiert ist? Vielleicht weiß ich es. Sprich. Ja, Meister. Dieser Wachmann floh vor jemandem und stieß dabei wie blind mit zwei Sumpfeinen zusammen. Diese Typen haben ihn erledigt. Er kroch gerade noch hierher, aber ich konnte ihm nicht helfen. Vor wem ist er geflohen? Vor einer Frau, Meister. Wer war diese Frau? Das weiß ich nicht, Meister. Warum nennst du mich eigentlich Meister? Ich komme aus einem fernen Land, in dem Leute niedriger Herkunft, wie ich immer so mit Adligen reden. Sehr gut. Gut. Du hast das Richtige getan, als du es mir gesagt hast. Als Belohnung gebe ich dir 50 Goldmünzen. Vielen Dank, Meister. So, also was ist jetzt hier Phase? Starb Hem auf der Flucht vor einer Frau, als er von Sumpfein angegriffen wurde. Seltsam, das kannst du aber singen, dass das seltsam ist. Wer ist hier wo? Ich bin der Gouverneur. Hier hinten irgendwo oder was? Mensch, dass der Sumpf jetzt nochmal wichtig wird. Unfassbar. Vielleicht war es ja auch seine Frau, ne? Der Nord ist ja auch wegen einer Frau hier in den Sumpf zum Siedler geworden. Hier ist schon Sancho. Ich gehe mal zu den Wassermagiern, vielleicht wird sich das dann komplettieren. Eigentlich müsste diese Frau ja in der Nähe sein. Da macht ja eigentlich wenig Sinn, dass die irgendwo am anderen Ende des Sumpfes ist, wenn der bis zu Nord kriecht. Aber wer weiß. Hier geht vor allem irgendwas vor sich. In diesem alten, verschrumpelten Sumpf. Ne, auch hier oben. Ist das nicht sogar hier? Nee. So ein Stück weiter. Da unten, da geht's ja auch hoch. Ne, zu diesen anderen drei komischen, illustren Gestalten. Ne, dieser Diener und dieses komische, adlige Paar. Vielleicht haben die was damit zu tun. Zentarion. Ja, geh weg. Ich gehe direkt zum Chef. Der hat auch nichts zu sagen. Okay. Okay. Wer könnte denn dann noch hier eventuell wichtig sein? Der, gut, vielleicht der Händler. Nö. Dann Mynkos oder Apollos. Hey. Also wenn es Christian ist, fress ich einen Besen. Der Kerl ist übrigens auch hier. Okay. Also Christian hat die ganze Zeit gepennt, ne? Der war auch bei der Aktion nicht dabei. Dann im Adalos-Tempel, da hat er auch geschlafen und musste sich immer noch erholen. Auf jeden Fall, auf alle Fälle, frisst ein Hund Cortenisbell. Hat hier keiner was zu sagen. Also sind wir hier wohl ziemlich fehl am Platz. Ich hätte wenigstens erhofft, dass der Centarion hier als Wächter hier vorne was zu sagen hätte. Vielleicht war ich aber auch dem Ziel schon viel näher und bin in die falsche Richtung gegurkt, weil vielleicht war es wirklich diese komische Frau vom Nord, von der man hier jetzt von ausgehen kann, dass er vielleicht mit Belia im Bunde ist, wer weiß. Oder es waren Sarah oder Sandra. Es war bestimmt Sarah, die alte Zierze. Ich meine, der Zusatz, oder beziehungsweise die Information, dass es sich um eine Frau handelt, schränkt das Ganze ja wenigstens nochmal ziemlich ein. Zu unserem Glück.
Aber Sandra darüber nichts zu erzählen. Bei Sarah wäre es ein cooler Twist. Du hast gespielt. Aber ich glaube, die ist einfach wirklich nur irgendwie das Date gewesen vom namenlosen Helden. Ansonsten nix. Ich hätte das nicht gemacht. Die Liebhaberin des namenlosen Helden. Ja, die hat auch sehr hoch gepokert und gewonnen. Jetzt ist er Gouverneur. So schnell kann es gehen. Steck die Waffe. Halt die Schnauze, ich bin Gouverneur, ich darf alles. Ich frage mich nur, von welcher Richtung der kam, in welche Richtung der geflohen ist. Das ist irgendwie gar nicht so einfach nachzuprüfen. Ja, ich gehe jetzt mal hoch zu der Alten. Ich meine, wer soll es denn sonst sein? Sarah und Sandra fallen raus. Und Larissa oder Greta sind im Leben nicht. Das muss die Alte vom Lot sein. Er sollte lieber den Mund halten. Die alte Käthe. Nee, die sind auch nicht was. Wie, warum? Wollen mich hier alle veräppeln? So langsam werde ich bekloppt. Und wir haben die Rahmeninformationen. Sumpffrau. Und Hemdhut. So, jetzt sind wir hier einfach mal ein bisschen akribischer. Der lag ja da. Nur hier hinter dem Baum. Da war der Note auch, der hat uns die wichtigen Informationen gegeben. Es kann auch sein, dass wir hier jetzt gar nicht fündig werden. Sondern erstmal zum Grins oder beziehungsweise zum Alvaro gehen müssen. Und dem halt mitteilen, hey, hör zu, die Wassermagier wissen wo nix. Und dein Wachmann ist tot. So vom Sinn her würde ich halt direkt sagen, okay, wir müssen hier direkt jetzt Nachforschung betreiben. Aber auf der anderen Seite wüsste ich jetzt auch gar nicht genau wo. Hier gibt es auf jeden Fall keine Höhle in unmittelbarer Nähe. Und mit der Armbrust finde ich jetzt hier auch nichts. Du, das ist schon verwirrend, Mann. Das ist echt verwirrend. Ah! Nee, Sancho, okay. Ich ploppt direkt einen Balken oben auf. Und mir gehen die Alarmglocken los. Okay. So, hier sind ja schon die Jungs. Wir können ja nochmal in die Höhle bei Logan und Tom rein, aber da sollte eigentlich nichts sein, dass er irgendwann mal vor Ewigkeiten mal ein Skelettmagier gespawnt. Aber ansonsten. Dann haben wir ja damals mit Albert erledigt. Das waren große Tage. Großes Kino war das. Der hat uns am Anfang gut durchgetragen durchs Spiel. Aber hier hinten vielleicht noch was? Oh, Feuerkraut. Wahnsinn. Klasse. Irre. Speichern. Großer Fortschritt. Eine Frau im Sumpf, Sumpfhaie. Was muss halt auf dieser Hälfte hier passiert sein? Der rennt doch nicht durch den ganzen Sumpf. Stirbt dann gegen irgendeinen blöden Sumpfhai und fällt dann tot vor Not um. Das muss doch irgendwo da unmittelbar in der Nähe sein. Oder? Wir haben hier drin auch noch zwei Frauen. Ja, da war es die alte vom Snuff. Die ist mir sowieso nicht so ganz geheuer. Mich brauchst du das nicht zu fragen. Aber beklauen können wir es auf jeden Fall. Na, immerhin. Eine Bürste, Wahnsinn. Ich weiß gar nicht, warum er sich so aufregt. Oh, das ist die Lucia. Nee, die können wir nur wegen der Axt befragen. Okay. Aha. Die Wache, der du das Pergament der Macht gegeben hat, ist tot. Wie ist das möglich? Ich habe seine Leiche im Sumpf gefunden. Offenbar war er auf der Flucht vor einer Frau und stieß mit Sumpfhain zusammen. Was? Seltsam. Er wurde von einer Frau gejagt? Du musst herausfinden, wer sie war. Ja, danke. Da wäre ich jetzt gar nicht drauf gekommen. Was sagt denn die Quest?
Okay, jetzt müssen wir die Frauen nochmal durchgehen. Das ist irgendwie blöd. Das ist nicht im Vorfeld. Hey, bist du derjenige, der nach dem Pergament der Macht sucht? Aha. Richtig. Ich rate dir, dich nicht dafür zu interessieren. Ich gebe dir 2000 Goldmünzen, wenn du es vergisst. Abgemacht? Du bist diejenige, die ihn getötet hat. Halt die Klappe. Ich habe ihn nicht umgebracht. Aber du hast zu seinem Tod beigetragen. Sag mir, wo das Pergament ist. Ich werde dir nichts sagen. Nimm dein Gold und vergiss diesen Fall. Genau das habe ich auch gesagt. Ich will kein Gold. Ich will das Pergament. Oder andernfalls werde ich zu Alvaro gehen und... Du wirst nirgendwo hingehen, außer mit mir. Ich werde dir zeigen, wo das gottverdammte Pergament ist. Okay, jetzt wird's interessant. Wo soll denn das sein? Mich brauchst du das nicht. Es ist immer interessant, wie diese Quests dann so ein bisschen vonstatten gehen, weil man ja im Prinzip die ganze Map schon gesehen hat. Aber mal gucken. Es gab ja noch die eine oder andere verschlossene Truhe irgendwo, wobei ich glaube im Sumpf hatten wir alle. Spinnen wir hier nicht so rum. Ich überlege gerade, war ganz hinten im Sumpf irgendwas? Aha. Es ist nicht weit von hier. Folge mir einfach. Wieso habe ich das Gefühl, dass das eine Falle ist? Ich bin schon eine Weile im Geschäft. Lucia, mich kann man nicht veräppeln. Außerdem habe ich eine Paladin-Rüstung. Kann es ruhig versuchen, aber ich kann dir gleich sagen, dass es in die Hose geht. Das ist auch schon komisch, oder? Auf einmal bietet die uns einfach so 2000 Gold an. Ich bin unbestechlich, ich bin der Gouverneur. Und ich brauche eh kein Gold. Mehr. Komische Angelegenheit. Komische Sache. Aber schön, wie die gerade synchron sich durch den Morast hier warten. So, jetzt. Gehen wir ins allerletzte Eck, in die allerletzte Höhle. Da waren wir auch schon drin. Da war, glaube ich, gar nichts, aber... Da wird die sich dann gleich in Suchenden verwandeln, dann spawnen noch zwei Dämonen und dann töten wir halt alle drei. Ich habe das Pergament in dieser Höhle versteckt. Geh und finde es. Und denk dran, sag nichts zu Alvaro. Das klingt doch alles komisch. Natürlich. Natürlich. Du Narr, du bist in meine Falle getappt. Jetzt wirst du hier verrotten und das Pergament wird mir gehören. Ich werde in einer Stunde hierher kommen, wenn alles vorbei ist. Wenn was vorbei ist? Ah, Sumpfeier. Okay, dann ist es doch gar nicht so magisch und ultimativ und bla 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 wie gedacht. So. Bist du blöd? Jetzt muss ich nur noch aus dieser Höhle herauskommen. Tja, wie wir das wohl machen? Ah, das ist sogar direkt wieder offen. Wow. Das ist ja fantastisch. Wo ist Lucia? Ah, da hinten im Eck. Na, was geht? Lebst du noch? Das kann ich nicht glauben. Du hast meine lieben Sumpfhaie getötet. Verdammt, ich hau ab. Moment. Wohin, wenn ich fragen darf? Oder rennt er einfach nur von mir weg? Warte mal. Okay, wir können jetzt mit ihr reden, aber das hat, glaube ich, wenig Mehrwert. Das heißt, ich düse mal von hier aus auch wieder in den Sumpf. Ich würde das schon gerne, also da würde ich schon gerne petzen. Ich meine, es geht ja auch hier, ne? Wir sind ja auch in einer gewissen Position. Ja, mit einer gewissen Unbestechlichkeit, die wir auch nach außen und nach innen tragen müssen. Haben wir eine gewisse Verantwortung in unserem öffentlichen Amt. Und da der von mir oberste, also von mir ernannte oberste Richter auch noch mit drin hängt, müssen wir das auf jeden Fall aufklären. Also die Lucia rennt weg. Natürlich total Angst vor uns, wer hätte es gedacht. Die ist jetzt auch nicht mehr hier,
Vielleicht verschwindet die ganz aus dem Spiel, vielleicht wird die irgendwo hin teleportiert, wo sie halt jetzt einfach keinen Mehrwert mehr hat und man muss quasi spielerisch oder ich sag mal immersiv damit jetzt einfach abschließend, dass die halt verduftet ist vor Angst und was weiß ich, Sorge um die Konsequenzen. Dementsprechend ist die vermutlich einfach verduftet und de facto tot oder sonst was oder was weiß ich. Und dementsprechend würde ich es in der nächsten Folge geben, weil das Pergament der Macht dann dem guten Matazuma natürlich erstmal nach dem Gespräch mit Alvaro, aber der kriegt das Pergament bestimmt nicht, dafür sorge ich. Außerdem schuldet er uns eh noch was. Wir sind ja hier am längeren Hebel, wir sind Gouverneur. In diesem Sinne sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.